Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier im Raum und daheim. Der Antrag, der hier heute debattiert wird, kann nur deshalb als nötig angesehen werden, weil im sogenannten Hochschulzukunftsgesetz leider nicht die richtigen Weichen gestellt worden sind. Wir Piraten bleiben bei unserer Grundposition, dass dieser Kodex gute Arbeit unnötig wäre, wenn man das Personal in den Landesdienst zurücküberführt hätte. Aber das wollte Rot-Grün nicht. Stattdessen werden leider weiterhin prekäre Beschäftigungsverhältnisse gefördert, denn die Hochschulen haben den Spielballpersonal immer noch in der Hand. Das finden wir nicht akzeptabel. Dieser Rahmenkodex ist ein Kompromiss, weil die Politik sich hier nicht so ganz getraut hat, eine Fehlentwicklung zu korrigieren. Und es ist auch kein Standortvorteil für Nordrhein-Westfalen, dieser Rahmenkodex. Denn in 14 von 16 Bundesländern sind die Hochschulbediensteten im Landesdienst. Das macht Sinn, denn Themen wie Arbeitsplatzwechsel, Eingruppierungen und so weiter sind dann in diesem Fall rechtssicher geregelt. Und die Landesregierung und die teilnehmenden Verhandlungsführer auf Hochschulseite sprachen in dem Zusammenhang des Rahmenkodex von einem zähen Prozess, der etliche Diskussions- und Verhandlungsrunden benötigt hat. Der nun vorliegende Kodex muss durch die Hochschulen ratifiziert werden. Er ist formal gesehen eine Selbstverpflichtung und hat dadurch eher einen moralischen Wert. Schauen wir mal ins Detail. Da werden die Schwächen dieser Absichtserklärung offensichtlich. In Artikel 3 des Kodex sollen die Beschäftigungsverhältnisse der studentischen Hilfskräfte verbessert werden. Zu kritisieren ist, dass man dort nicht klar benennt, dass nur Studierende ohne Bachelorabschluss studentische Hilfskraftstellen besetzen. Die Formulierung unter Absatz 3 suggeriert das, aber das schließt nicht aus, dass diese unverbindliche Regelung umgangen werden kann. Noch schwammiger wird es in Artikel 4 bei der Frage der wissenschaftlichen Hilfskräfte. Abgesehen von der Sinnigkeit dieser Stellen und der Beibehaltung dieser Statusgruppen ist der nicht vorhandene Ausschluss von Masterabsolventen auf wissenschaftliche Hilfskraftstellen keine Verbesserung. Warum sollten Masterabsolventen, also Promotionsberechtigte, noch als wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt werden? Auch dort wieder eine fehlende Verbindlichkeit. Und lassen wir mal eine kritische Stimme aus der Wissenschaft selbst zu Wort kommen. Kolja Tsidatis, ein Neuropsychologe, drückt es unvergleichlich viel härter aus, der sagt, wissenschaftliche Karrieren verkommen so zum Fun-Employment für privilegierte Schichten. Und ich finde, wir sollten auch solche harten kritischen Stimmen ernst nehmen, wenn wir über die Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen reden. Wir müssen also feststellen, dass die Regelungen zur Frage dieser Beschäftigungsverhältnisse unzureichend sind. Es wird, das ist zu befürchten, weiterhin zu prekären Beschäftigungen kommen. Gut gemeint, bezogen auf das Hochschulzukunftsgesetz, ist nicht gut gemacht. Und wir Piraten werden auch weiterhin für die Rückführung in den Landesdienst hier im Landtag werben, denn wir finden, das sollten uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den chronisch unterfinanzierten Hochschulen und die Innovationskraft in diesem Lande wert sein. Und wir hoffen, und da unterstützen wir Frau Ministerin und Rot-Grün ausdrücklich, dass sich beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf Bundesebene etwas bewegt und die sachgrundlose Befristungspraxis auch hört. Aber diesem Antrag können wir heute hier nicht zustimmen. Denn eigentlich war ja der Ansatz beim Hochschulzukunftsgesetz die Autonomie der Wissenschaft, und damit ist auch gemeint die Autonomie des einzelnen Wissenschaftlers, der einzelnen Wissenschaftlerin, mit einer nötigen staatlichen Garantie zu versehen. Das heißt, der Staat übernehme hier Verantwortung. Das passiert aber genau bei den wichtigen Beschäftigungsbedingungen nicht. Und welchen Wert dieser Kodex entwickelt, deswegen werden wir heute dagegen stimmen, werden wir uns kritisch ansehen. Und vielleicht, wenn er greift, kann man im Jahr ja die Meinung ändern. Heute haben Sie erstmal ein Nein. Es ist kein Grund, hier etwas zu feiern. Der Rahmenkodex ist eher ein undichtes Pflaster für ein Loch im Hochschulzukunftsgesetz. Und was den Entschließungsantrag der Union angeht, Herr Dr. Berger, bitte hören Sie doch auf, in jedem Ihrer Anträge ein Kerzchen für das vergangene Hochschulfreiheitsgesetz anzuzünden. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul.